Coco Man! Das geht immer so schnell. Mal gucken, was wir bekommen. Das hier ist, ich glaube, das ist immer so ziemlich random, was man hier bekommt. Hatten wir noch nicht. Das komische Terriermon. Lobmon. Na, was wirst du? Wirst du das, was ich erwarte, oder das, was ich nicht will? Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Wie ist das möglich? Ich weiß ganz genau, zu was du wirst. Und wenn nicht, dann... Oh, Gnade dir Gott. Jawohl. Lady Devimon. Okay, der erste wäre geschafft. Und es wird zu Piedmon. Nice. Ja, und damit ist uns unser Kabuterifisch-Dingens auch am Arsch. So. Gucken wir mal. Hold your partner in your heart and hope for the best. Halt die Fresse, bitte. Wir haben hier Stärke zur Auswahl. Weisheit. TP. Stärke nochmal. Ich denke mal, wenn wir die beiden nehmen, haben sie eine gute Bindung zueinander. Deswegen nehmen wir den hier mal. Passt nämlich zusammen. Die passen einfach zusammen. Zerimorten. So, und dich nennen wir nämlich. Da hat er nämlich um einen bestimmten Namen gebeten, und zwar... Der Konen. Ich hoffe, auch du wirst uns erhalten bleiben, je nachdem, ob wir die Mega-Entwicklung hinkriegen. Ansonsten fange ich von vorne an. Es geht wieder los. Die Musik ist einfach ansteckend. Gut, das war ja durchaus zu sehen. Okay, lass uns überraschen. Es ist, diesen Punkt ist einfach nur eine Überraschung. Ja, es ist eine Überraschung. Es ist einfach Triagumon geworden. Kliagumon, es tut mir leid. So, ich habe Gartmon versucht, aber ich krieg den einfach, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, ich krieg den einfach nicht hin. Ich krieg den nicht hin. Okay. Ich weiß, was er will. Es gibt nur eine Möglichkeit. Bei ihm war es sehr, sehr schwer, was zu finden. Ja. Ein Ultra-Digimon, das aussieht wie ein Champion. Yeah. Und damit kommt Meramon. Blumeramon. Verzeih. Blumeramon. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ihm fehlte nur noch Gewicht. Ha. Puh. Ja, wir haben es geschafft. Beide sind auf dem Mega. Gucken sie uns beide an. 15 und 11 Tage alt. Richtig gute Werte mit Leben von 35.000, MP von 15.000 eigentlich schon. Stärke 2300, Ausdauer 1500, Weisheit 2000 und Geschwindigkeit 1700.
kommen wir zu Boltmon, unseren Conan. Der Name passt übrigens ganz gut. TP 3500, nee, 35.000 meine ich. MP 16.000, Stärke 2600, Ausdauer 1500, Weisheit 933 und Geschwindigkeit 1165. Ja, coole Sache. Ich denke, damit können wir weitermachen. Wie lange habe ich gebraucht jetzt? Ich habe 2 Stunden gebraucht fürs Training. Gut. ich würde sagen, wir werden... Ach, übrigens, ich habe... Alright. Stärke auf Stufe 3 gemacht. Indem ich mit der Börse gehandelt habe. Die Börse ist nicht kacke, die Börse ist gut. Ich habe das Labor um 2 Stufen erhöht. Müsste jetzt eigentlich fertig sein. Ja. Das ist jetzt die 3. Stufe. Bringt mir zwar nichts, aber hey. War geschenkt quasi. Von daher. So. Okidokli. Ich muss mal kurz zu den Landwirtschaftsfeldern. Dann müssen wir gleich ein paar Sachen einsacken. Sehr schön, das nehmen wir auch mal mit. Das ist so mein normaler Gang am Tag. Alles abklappern. Gratis Zeug gibt es immer. Von daher. Ich habe eure Tipps beachtet. Ich bin anstatt im Trainingsraum zu rasten, bin ich ins Krankenhaus gegangen zum Rasten. Ich werde dann auch nicht mehr einfach auf dem harten Boden schlafen, wenn wir draußen sind, sondern im Zelt. Und so eine Geschichten halt. Ich höre natürlich auf euch. Ich lese Kommentare, Freunde. Auch wenn ihr es nicht glaubt, ich lese sie. Ganz wirklich. Ganz wirklich sagt man so. In meiner Sprache. In Serorisch. Ja, Serorisch. So, danke, 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 danke. So, natürlich gehört der Börsengang immer zum täglichen Gebrauch dazu. Deswegen gehen wir auch kurz hin, aber erstmal. Dihihi, wie steht es heute mit dem Markt? Dein aktueller Marktwert liegt bei 80.000. Du hast über 50. Hui, das ist nicht schlecht. Hier, nimm das. Nexi Prektorxia, ja, was zum Teufel? Liegt bei 80.000, handle, bla bla, 100.000, okay. Ja, ist gut, ich weiß Bescheid. Ich hasse es, wenn ich zurückklicke. So. 1000! Ich habe bei 700 schon verkauft. Oh, ich hatte 30 Einheiten, das wären 30.000 gewesen. Oh, naja, gut. Gut, naja, das war mir zu risikohaft. Das hier muss mal hochgehen. Was stimmt mit hier nicht? Ich will mein Geld haben. Komm schon. Naja. Somit wären wir durch. Wir gehen nochmal kurz zum Bauarbeiter und gucken, was wir da so noch bekommen können. Erstmal hier hin, bla bla. Ja, ja, Digi irgendwas gefunden. Machen wir Fleischjagd, so. Ich weiß jetzt nicht, was Fleischjagd bedeutet. Er sucht mal Materialien, ganz ehrlich. So, Gigimons Haus. Da fehlt uns Digifels und Digi-Götterholz. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn nah dran? Oh, das Feld können wir noch fast. Die Götterholze. Hier mit deinem Götterholz, ey. Ansonsten Digi-Smaragd. Ach du Scheiße. Casino. Und Kolosseum braucht nur noch Sand. Okay. Was möchtest du denn tauschen? Ja. Nein, ich... Hör auf mit mir zu reden, Mann. Gut, was ist unsere derzeitige Quest? Geh nach Defekt Ex Machina, okay. Der Kabelschnitt, der repariert werden muss, befindet sich an der Ostküste von Defekt Ex Machina, bla bla, wenn du vom Modschiff aus dorthin gehst. Okay, wir werden allerdings was anderes vorher machen. Wir werden nämlich zu Herkules Caputerimon gehen. Und von da aus ist es ja nur so ein... ganz, ganz kleiner Schritt. Außerdem müssen wir noch zu Garurumon. So. Erstmal einlagern. Was lagern wir denn ein? Ich habe mir ein paar Autopiloten organisiert, noch zwischendurch. Champion-Partner digitiert sofort zu Biotismon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. Das Fleisch brauche ich nicht. Wobei, ich lege mal die Fleischbrocken weg. Und altes Fleisch. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, die ganzen Trainingssachen können weg.
Und stattdessen nehmen wir die mit. Die. Ja, und wieso die nicht auch? Und falls wir die brauchen. Was haben wir jetzt? Maikomon. Anfänger. Champion. Hier werden wir zu Maikomon, dann Myotismon. Wir können mit. Ah, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn es mal sein sollte, dass wir wieder in eine Balance kommen, dann werde ich meine Digimon so digitieren, dass sie direkt zum Mega werden. Dafür brauche ich allerdings noch Mega. ich brauche 20 davon. Und das war's, ne? Ja. Alrauda habe ich auch gefunden. Verbessert den Trainingseffekt von MP und Weisheit. Ah. Interesting. Und die brauchen wir noch. Ach, halt doch deine Fresse, ganz ehrlich. So. Dann wollen wir mal direkt reisen, ne? Funktioniert beim Mikro überhaupt? Ja. kleine Sorge. Seit diesem einen Mist geschickt habe ich immer Angst, dass es immer wieder passiert. So, ich möchte zuerst zu Ungiroide Hinterland, ne? Das ist billiger. Ich bin knauserig, lasst mich. Das ist mein Geld, nicht euer Geld. So, wir müssen den Jungs noch Attacken beibringen, ne? Hallo? Ja. Fähigkeiten. Eine kleine ist immer gut. Und dazu noch was Fettes. ...45 Schaden, krass. Nicht schlecht. Okay, und Conan. Oh, er kann Metallattacken. Oh. 1400. Ach du Scheiße. Zeckt aber gut rein. Aber wir müssen sparsam sein, ne? Ja, ich bin knauserig. Lass mich. Auch mit meiner MP. Wir gucken mal, wie das so läuft mit unserer MP jetzt. Und dann können wir es immer noch... ja, können wir die Attacke immer noch erhöhen. Das Problem ist, mit Konan habe ich nicht genug Weisheit trainiert. Deswegen sind die Attacken auch so teuer. Währenddessen Piedmon, also beziehungsweise Halil. War das Halil? Nein. Warte. Ich hab's gleich. Melo, genau. Ups. Da habe ich gerade ein falsches Fenster geöffnet. Ihr habt es nicht gesehen. Also, ihr habt es wirklich nicht gesehen. Das habe ich nur gesehen. muss man vorher nochmal klarstellen. Gut. Wir müssen leider nochmal diese Woodmon und so weiter vernichten. Dann werden wir zu Rosemon gehen und gucken, ob wir sie fertig machen können. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht weiß. Ich gebe aber mein Bestes. Ich habe jetzt extra dieses hochwertige Fleisch produziert. Und deswegen holen wir erstmal den einen da im Tunnel ab. Gucken, was dann da oben noch abgeht. Weil oben ist ja auch noch ein Digimon anscheinend. Und ja, ich habe gelesen, dass es auf 200 geht. Früher war das auf 100, jetzt ist es auf 200. Das heißt, wir kriegen 200 Digimon in die Stadt. Das wird verdammt eng. Das wird verdammt eng, Leute. Kann ich mich nicht vorbeischleichen? Och, Mann. Ich will nochmal gegen die Penner kämpfen. Das ist so... Ach, komm. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Naja, müssen wir durch. Aber diesmal sind wir noch stärker als vorher. Kommt schon, die können doch nichts. Oh Mann, jetzt bin ich voll langsam. Und ich will die Ultis sehen von den beiden. Und ja, ich hab verstanden, dass wir die Ultis kombinieren können sogar. Aber erstmal wollen wir die Ultis kennenlernen. Die Gegner sind sowieso nichts wert. Habe ich schon 15.000 Leben verloren mit Elo? Ach du Scheiße. Naja. Das letzte Mal war es wirklich bescheidener. Mann, ich konnte den hinterher nicht sehen.
Ich will doch beide Ultis sehen. Nice. Na komm. Conan. Nice. Okay, testen wir mal seine Ulti. Nein, Milo nicht töten. Danke. Tomahawk Stich. Stich? Stich. Ja, nicht schlecht. 2000 Bit? Wow. Nein, nicht schon wieder. Rückzug, Rückzug. Du bist erstaunlich. Vielen Dank. Ja, gar kein Problem. So. So, den haben wir ja schon in die Arena geholt. Der wollte ja zu Rosemon rein. Da war irgendeine Gerätschaft. Und hier drin ist der andere Penner. Dass ich jedes Mal diese Woodmon und so weiter platt machen muss, das ist so ätzend. Gott. Ich will hier endlich durch sein. Komm, nimm alles mit. Komm. Irgendwas Gutes? Toll. Danke für nichts, Spiel. Danke für nichts. Vielleicht überlegst du es dir mal anders und bringst mir meinen Fleischbeweis. Hör zu. Träume auch 20 Stück jetzt. Willst du mich verarschen? Habe ich das falsche Fleisch? Bring mir 20 Stücke bestes Fleisch. Warte, warte. Oh, durchgebratenes Fleisch. Ah. Gut, kümmern wir uns erstmal um die anderen Kram. Bestes Fleisch. Das ist das Filetzeugs, ne? Oder? Oh, ist das dreckig. Ist das dreckig. Wir werden gucken, ob ich das davon auch was produziert habe. Ich glaube schon. Wieso habe ich denn bestes Fleisch? Wieso habe ich dieses Filetzeugs gemacht? Oh, ja gut, jetzt habe ich 20 Stück. Jetzt könnt ihr es auch essen. Ganz ehrlich. Jetzt könnt ihr es auch essen. Ja, cool. Habe ich die umsonst besiegt. Tyrannomon halte ich fern. Danke. Den mussten wir nochmal finden, ne? Du, gut. Ich beliebt. Bruder versucht nochmal. Du finden mein Bruder, verstehen? Okay. Du finden mein Bruder. Mein Bruder irgendwo. Wir bunt, sehr bunt. Er übt ein Verstecken. Ja, ja. Halt die Fresse, Mann. Geh woanders hin. Ich hab gleich keinen Bock drauf. Lauf mir nicht hinterher wie so ein Schoßhund. Danke. Gott, ich bin gerade richtig wütend, weil ich das falsche Fleisch angebaut habe. Aber richtig wütend. Gott verdammt! Na! Eine Generation umsonst verschwendet. Es tut mir leid. Ihr seid gestorben für Fleisch. Ich hätte euch schlachten sollen. Es hätte mir mehr gebracht. Naja, erstmal zu Gerurumon. War Wizardmon eigentlich schon bei uns in der Stadt? Ich weiß es gar nicht. Hm, was willst du von mir? Wizardmon möchte, dass du zurück in die Stadt kommst. Was? Wizardmon hat das gesagt? Wir haben ewig nicht miteinander gesprochen. Das kommt also etwas plötzlich. Wir haben zusammen die Welt bereist auf der Suche nach magischen Zutaten. Gute Zeiten, aber manchmal gefährlich. Oh, vielleicht hat mich Wizardmon deswegen nicht kontaktieren können. Der Stein blockiert Magie. Tu mir einen Gefallen und verrate Wizardmon nichts davon, ja? Also gut, auf in die Stadt. Gut. Gehen wir mal zu diesem Herkules Kabuterimon.
Zum Glück laufen die mir alle schon aus dem Weg. Oh, wie ist das denn? Dunkle Orange. Ich finde, das sieht immer noch nicht aus wie eine Orange. Ja, wie so eine gelbe Tomate. Eine goldene Tomate, die viel wert ist zum Beispiel. So, gehen wir aus dem Bild, ey. Ihr sagt aus dem Bild. Alter, willst du mich verarschen, Kleiner, oder was? Der will bestimmt kämpfen. Das ist ein Ring. Ich bin es, Herkules Kabuterium, und niemand darf weiter als bis hier. Ready? Gott, was wie. Here you go. It's chow time. Wie hab ich denn gefailt? Hey! Nein, falsche. Jetzt auf die falschen Tasten zu drücken, Zero. Meine Fresse. Erobere die Felder zurück. Fleischbeweis. Wir hatten doch irgendwas von war das nicht von Stingmon? Das war doch von Stingmon. Rapidmon. Bitte hol mein selbstgebautes Telefon von da. Das haben wir gefunden, ne? Hä? Stingmon? Ich check's gerade nicht. Das muss ich mir nochmal in meiner Aufnahme angucken. Ich hätte schwören können. Mega Kabuterimon. Ach, das war Herkules Kabuterimon. Ach, komm schon, ey. Ah, oh, ja, ich dreh durch. Was ist denn Mega Kabuterimon? Warte, Mega Kabuterimon. Mega Kabuterimon. War das nicht der gebuddelt hat? War das nicht das Mega Kabuterimon, das die Löcher gebuddelt hat? Ich weiß es nicht. Ist mir auch jetzt egal. Aber wisst ihr, was wir nochmal kontrollieren können? Wir können nochmal hier hingehen. Da war ja im Knast einer. Und das kann ja nicht schaden, dass wir da mal vorbeischauen. Wieso du friedlich bist, weiß ich auch nicht. Ja. Ich bin Woodmon, ich hab das Sagen. Blabla, ich kann niemanden. Achso. Dafür brauchen wir erstmal. Rosemon, okay. Was wollte denn Kiliumon nochmal von uns? Haben wir das hier drauf? Wir müssen zuerst herausfinden, wie es in der wenn eine wirklich ist. Wenn möglich, beschafft ihr Informationen von der Vegi-Truppe. So, ich habe euch mal die Lauferei erspart. Und bin nochmal kurz zu Leomon gelaufen. Darf ich mal kurz dein Zeug klauen? Jawohl. Genau das brauche ich. Du musst mehr über die. Es wird nicht einfach witzig. Ich war doch schon da. Was willst du von mir? Okay, ich muss an Herkules Kabuterimon irgendwie vorbeikommen. Ich habe noch keine Ahnung wie und wie sagt es mir. Ich werde es von alleine rausfinden. Eines wunderschönen Tages. Na gut, dann sehen wir uns wieder drüben. So, wir sind wieder hier drüben. Ich muss an Herkules Kabuterimon vorbeigehen, deswegen gehen wir jetzt mal hier entlang. Holt uns dieses Handy-Digimon und das ist gut. Mann, so eine Rotze, ey, ganz ehrlich. Das ist eine Rotze. Und für die beiden Digimon, die da vorne sind.
die Champions. Ich weiß, sie sind nur Champions. Und ich habe trotzdem Angst, bisher noch gegen sie zu kämpfen, weil ich dreimal gegen sie kämpfen muss. Es ist gut möglich, dass ich gewinnen werde, aber die werden als Ultra wiederkommen. Von daher lohnt es sich nicht wirklich, sie jetzt schon zu besiegen. Das machen wir, wenn wir sie mit einem Schlag besiegen können. Ich denke, das ist eine gute Idee, ne? Ja. Wir sehen uns wieder, Freunde. Wir sehen uns wieder. Das nehme ich auch mit. Ein Holz. Zwei Holz. Hexenholz? Das ist nicht das Holz, was ich wollte. Naja, ein bisschen wohl mitliegen. Oh, ich dachte, der liegt auf dem Boden. Ach, kleines Winzling-Viech. Rede nicht mit mir, bla bla. Ja, ja. Du mich auch, Kleiner. Du mich auch. Du bist nur Ultra. Ich bin Champion. Das ist um einiges besser. Das hat sich nicht gelohnt. Alter, verzieh dich. Rennt er direkt auf mich zu. Was ist denn los mit dem Burschen? So, wir müssen also auf die andere Seite jetzt laufen, ne? Soweit ich mich richtig erinnert habe. Hier wird's ja nicht sein. Stimmt, da wo wir die Brücke runtergelassen haben. Da wo die krassen Digimon waren, oder? Ist das möglich? Mittlerweile müssten die hier aber auch Angst vor uns haben. Ich meine, ich hätte auch Angst vor mir, wenn ich mich sehen würde, meinen Muskeln. Oh, du hast mein Handy auf der Felsinsel gefunden? Ja. Hey, klasse. Also, was hältst du von einem selbstgebauten Handy? Was? Das stimmt so nicht? Ein Klapp-Handy? Das klingt kompliziert. Na gut. Danke für deine Hilfe. Ich gehe in die Stadt. Erzähle mir nächstes Mal doch mehr über Handys. Ja gut, den haben wir auf jeden Fall. Halt die Fresse da hinten. Gott, sie sind hinter mir. Bitte nicht. Meine Digimon haben noch Hunger. Sie sind verletzlich. Wieso bin ich nochmal diesen Weg gegangen? Scheiße. Oh, Mist. Okay, now. You hungry? Eat up. So. Befindet sich an der Ostküste von Defect X Machina, wenn du vom Mutschiff aus dorthin gehst. Okay, das heißt, wir müssen uns hier mal kurz durchschleichen. Bitte ignoriere mich. Danke. Ja. Okay. Du ignorierst mich bitte. Nein, bitte nicht. Bitte, sei langsam. Nee. Ich will nicht meine Energie für die Penner aufbrauchen. Ich meine, ich würde ihn höchstwahrscheinlich besiegen, aber naja. Man muss das hier nicht übertreiben, ne? So, nehmen wir alles mit. Weißholz, cool. Kann ich gebrauchen. So, hier ist das defekte Kabel. No mistaking it. That's the spot we're looking for. Ready with the repairs? Kein Zweifel, das ist die Stelle, nach der wir suchen. Reparatur abgeschlossen, Zero? Klar, mal mit meinen Händen. Ist ja nur ein Starkstromkabel. Aber hey. Looks like it's finished. Sieht fertig aus. Confirming network restoration. We've done it. Transmission capacity should be restored. Bestätige Wiederherstellung des Netzwerks. Wir haben es geschafft. Jetzt sollte die alte Übertragungskapazität wieder da sein. Huh? Is this
A barrier? There was nothing in my sources about safeguards like this. Ist das eine Barriere? In meinen Quellen stand nichts von solch einer Sicherheitsvorkehrung. Oh well. Now no one should be able to touch the cable. All we need to do is just transmit the antivirus program. Nun ja, niemand sollte das Kabel berühren können. Jetzt müssen wir nur noch das Antivirusprogramm übertragen. Great work. Come on back to Gigimon's house now. Hervorragende Arbeit, Zero. Kehre zurück zu Gigimon's Haus. Ja gut. Freunde, aber das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge, wenn ich weitere Fails mache. Ja! Die ersten 10 Minuten oder die mittleren 10 Minuten waren voll für den Arsch, aber gut. Wir haben zumindest mal gekämpft mit unseren neuen Digimon und morgen geht die Story weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und denkt dran, wenn euch die Folge gefallen hat, ein Like wäre geil. Tschüss.